es! Sag es! Hässlich. Du bist hässlich. Und was noch? Viereckig? Nein, du bist stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Gut, und jetzt lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Heute basteln wir eine Ananas, mal was Gesundes, und da lebt natürlich ein Schwamm drin. Ihr glaubt, ihr kennt ihn alle allein jetzt schon im Vorspann dieses Videos. Habt ihr ihn ja gesehen? In Minecraft existiert er also schon. Warum nicht seine Ananas? Von daher Blöcke in die Hand, auf geht's. Für unsere Ananas holen wir uns ganz einfach ein bisschen orange Beton raus, hellgrüner Beton, denn ein bisschen glatter Stein, dann holen wir uns auch polierte Anisit-Treppen, dann nochmal ein paar Steinknöpfe, wie steinzige Treppen, davon nochmal die Mauern, dann holen wir uns noch ein paar schöne Trichter raus und ein paar Glasblöcke für unsere Seifenblasen. Zum Anfang geht's erstmal los wie immer an den Grundriss, dabei schnappen wir unseren orangen Beton und ziehen uns erstmal einen Kreis entlang. So, da machen wir erstmal drei Blöcke hin. An diesen Dreierblock gehen wir zur Seite so zwei nach hinten weg, so schräg. Dann biegen wir nochmal so zwei nochmal da so hinten ab. So eine 90 Grad Wende machen wir einfach mal. So, an den Seiten wieder machen wir drei. Dann kommen wieder zwei, die sich so in der Ecke treffen. Dann machen wir wieder drei. Dann wieder zwei, zwei und drei. Und nochmal zwei. So, dann haben wir schon mal so ein bisschen so einen Kreis uns geformt. Und den wollen wir natürlich noch ein bisschen höher ziehen, ne? Denn wir müssen ja, sage ich mal, nicht unbedingt so eine Kuppel kriegen, sondern mehr so eine Ananasform. Ja, da geht es erstmal los, dass wir darauf, so würde ich mal sagen, immer an den Seiten hier von unseren Dreier erstmal uns hier solche vier, also eher so eine Fünfer-Schicht hier uns ja einfach mal basteln können. Das heißt, wir setzen einfach auf der Dreier-Schicht noch eine 2 drauf und an den Seiten jeweils noch einen weiteren Block setzen wir heran. So, das machen wir natürlich hier auf allen vier Seiten. Und dann können wir das auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcken uns ziehen. Und jetzt können wir hier die Mitte einfach genau auf die gleiche Höhe setzen. Also hier setzen wir auch nochmal 4 Blöcke rauf, sodass wir hier erstmal 5 haben. Das machen wir natürlich auf allen Seiten. Und wenn wir das erstmal so haben von allen Seiten, geht es jetzt wieder daran, dass wir das wieder zurückschrauben. Das heißt, wo wir jetzt an den Seiten einen Block mehr gemacht haben, machen wir wieder jetzt ein weniger und setzen einfach alles genauso, wie wir es, sage ich mal, begonnen haben. So, an den Ecken natürlich unsere 2 Zweier. Und an den Seiten natürlich unsere Dreier. Das machen wir hier natürlich auch wieder einmal ringsrum. Und wenn wir das soweit dann auch hier erstmal haben, geht es weiter, dass wir jetzt an den Seiten uns einfach hier eine weitere schöne gerade Reihe lang setzen. Und einfach darauf achten, dass wir auf jeder Seite wieder einen Block einfach mal frei haben. Das machen wir zu allen Seiten hier einfach mal. Und wenn wir das dann auch auf allen Seiten haben, bleibt nur eins denn übrig, dass wir natürlich hier in der Mitte, zack, nochmal einen Block so dazwischen setzen. Das Ganze können wir auf eine Höhe von insgesamt 2 Blöcken machen und ziehen das Ganze hier auch wieder ringsrum. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir ganz einfach gesagt hier einfach, zack, so ein schönes Viereck uns hier einfach mal reinformen. Das heißt, auf jeder Seite setzen wir hier insgesamt halt 4 Klötze, dass sie halt ein schönes Viereck geben. Damit wollen wir es noch nicht belassen. Wir setzen jeweils hier auf jeder Seite nochmal in der Mitte einen weiteren Block hin. So, immer schön die Mitte hier setzen wir einen weiteren Block. Und wenn wir das dann soweit haben, setzen wir eigentlich jetzt hier auf jeder unserer 5er Schichten, die wir haben, nochmal in der Mitte einfach 3 Blöcke hin. So, immer schön hier in der Mitte. Und danach füllen wir nur noch die Ecken aus. Sonst setzen wir hier wieder einen Block jeweils hier dazwischen. Und wenn wir das soweit haben, können wir hier die Mitte einfach mal mit unserem grünen Beton ausfüllen. Ich habe nochmal überlegt. Ich glaube, wir lassen oben erstmal noch frei. Ist besser, wenn wir es dann später noch einrichten. Dann haben wir ein bisschen mehr in der Decke Platz. So, wir lassen es oben erstmal frei und setzen einfach hier hier einfach mal in der Mitte vorne bei dem Dreier einfach mal so einen Klotz hin und setzen hier einfach so verteilt. So schräg voneinander. Immer wieder hier so einen weiteren grünen Block uns einfach mal hin. So alle schön schräg voneinander verbinden sich hier oben einfach mal. Und wenn wir das haben, können wir jetzt. Jetzt können wir wirklich hier das einfach mal ausfüllen. Wir machen das einfach so ein bisschen höher und halt unsere Decke innen drin. So. Wenn wir das Ganze haben, setzen wir an den Seiten hier jeweils immer, sage ich mal, hier so einen Dreier hin. Machen erstmal wie so ein Plus. Ganz oben am Plus setzen wir hier wieder sowas an und nochmal so ein Zipfel oben rauf. So, und dann haben wir schon mal ein Blatt geformt von unserer Ananas. Das machen wir natürlich jedes Mal. Wir beginnen an den Seiten erstmal mit einem Plus. Oben am Plus setzt sie hier wieder einfach mal. So, einfach hier wieder drei an und oben wieder so ein Zipfel. Das macht man natürlich hier insgesamt 4-mal. Und sobald wir unsere 4 Blätter uns gezeichnet haben, setzen wir in der Ecke wieder so einen weiteren Zipfel noch einfach mal so ein bisschen hoch hier. Zack, in jeder Ecke nochmal so ein Zipfel. Und dann ist oben unser Blatt von der Ananas, unsere Blätter von der Ananas schon mal fertig. Ja,
Jetzt erkennt man schon langsam unsere Ananas. Jetzt geht es natürlich ran, dass wir jetzt so langsam unsere Fenster und Türen alles reinhauen. Dabei beginnen wir, würde ich mal sagen, erstmal mit den Türen. Machen wir mal. So, da fliegen wir auf die Vorderseite hin. Wir haben hier unsere schöne Mitte von 3. Die können wir mal weghauen auf eine Höhe von insgesamt 3. Also ein 3x3 Feld machen wir da einfach mal. Dann setzen wir hier ringsrum einfach mal unsere Steinblöcke. Und dann lassen wir das erstmal so, denn die Tür haben wir noch nicht. Danach fliegen wir mal auf die Rückseite, denn da wollen wir noch eine Hinterhaustür machen. Da fliegen wir auch wieder, sag ich mal, hier zur Mitte hin. Nur, dass wir die Tür so ein bisschen nach ein versetzen. Das heißt einfach hier vom Dreier lassen wir hier auf der linken Seite den einen frei, schlagen hier die zwei weg und machen hier auch wieder das Ganze auf eine 3x3 Höhe und können hier unsere Tür reinsetzen. Ich glaube, den Block hier dahinter können wir auch weghauen, den sieht man ja dann nicht mehr. So, und setzen auch hier unsere Tür hin. Ich hatte noch vorher mit den Gedanken gespielt, mir die Türen, sage ich mal, so zu basteln, dass wir über, weil jetzt kommt ja später eine Eisentür rein, uns Treppen darüber machen. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Aber ich möchte mir, sage ich mal, an der Tür von SpongeBob, ja, sage ich mal, noch solche Nieten machen. Das ist dann wieder so eine Geschmackssache, wie man sich das machen will. Ist, sage ich mal, zum Gucken, was einem besser gefällt. Aber ich glaube, ich nehme nur die Blöcke. Wir sind da ganz stumpf und nehmen da einfach nur die Blöcke. Gefällt mir irgendwie besser. Naja, ansonsten nimmst du einfach polierte Anisit-Treppen und tauscht das einfach aus. Nö, das ist halt so Geschmackssache, so ein bisschen, finde ich immer. Naja, dann haben wir schon mal unsere zwei Türen fertig. Weiter geht's mit den Fenstern. Das erste Fenster machen wir uns auf der Vorderseite gleich neben unserer Tür. Wir haben ja hier so zwei Blöcke in der Mitte. Da schlagen wir einfach mal hier so uns zwei Fenster rein und können unsere Treppen so einfach an den Seiten hier einfach mal platzieren, so umgedreht und normal. Und dann haben wir schon das erste Fenster fertig und das passt doch super rein. Oder? Das wirkt doch schön. So, das ist natürlich nicht das einzigste Fenster. Wir machen noch ein zweites auf der Vorderseite. Und zwar platzieren wir uns das. Wir gucken jetzt, sage ich mal, wir haben ja hier diese erste Ebene, wo wir drei Blöcke haben. So, von der Seite gehen wir mal aus und haben dann hier oben zwei Blöcke. Die schlagen wir mal weg und setzen uns hier ihre Treppen rein. Machen hier wieder so ein Fenster einfach mal rein. So, dann haben wir natürlich hier innen drin natürlich keine Sicht. Das heißt, wir schlagen die einfach mal weg. Und dann lassen wir das erstmal so. Dann ist das Fenster erstmal so fertig. So lassen wir das. Danach gehen wir mal auf die Rückseite und schlagen uns einfach mal hier von der Tür aus. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal komplett hier von der Seite. Da haben wir ja hier diesen einen Vierer, der so ein bisschen in der Luft schwebt. Da schlagen wir mal unten die zwei Blöcke weg und können hier uns einfach mal unsere zwei Treppen reinsetzen. Und dann schlagen wir natürlich hier so zur Seite weg, auch nochmal die zwei und setzen hier auch nochmal unsere Treppen rein. Und dann ist das auch fertig. Weiter geht's noch mit zwei weiteren Fenstern. Eins wollen wir so ein bisschen schräg darüber basteln und zwar hier in die Ecke. Da setzen wir einfach komplett hier einfach mal rein unsere zwei Blöcke und können das dann hier zack, zack einfach mal freihauen. So, hauen wir frei. Dann gehen wir mal zur Seite hier und setzen uns wie auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, hier schlagen wir mal zwei weg in der Ecke und setzen uns hier wieder so ein Fenster rein. Wie auf der Vorderseite, ist einfach synchron auf der anderen Seite. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter mit unserem Garagentor auf der Rückseite. SpongeBob hat ja eine Garage, auch wenn er sie kaum nutzt in den Folgen, hat er die trotzdem, von daher basteln wir uns die. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen was freihauen. Wir fangen am besten neben unserer Tür an. So, eine Blockreihe lassen wir mal da. Dann setzen wir uns hier so eine Treppe einfach mal rein. Obwohl, reinhauen machen wir erstmal noch nicht. Wir hauen erstmal was weg. So, und zwar, den ersten hier haben wir ja so unter frei. Dann schlagen wir dahinter mal die zwei weg. Und dann hier nochmal diesen ein. Also insgesamt drei Blöcke müssen wir weghauen. So, dann würde ich sagen, schlagen wir den hier weg und den hier weg. Also irgendwie so drei Blöcke müssen wir mal weghauen. Das Ganze, würde ich mal sagen, machen wir auf eine Höhe von drei Blöcke. Ich würde mal sagen, die Garage machen wir mal nicht höher, sonst ist sie zu dicht am Fenster dran. So, dann müssen wir natürlich hier uns einfach mal die Treppen so halt hier einmal formen. Zack, zack, zack. Vielleicht musst du dennoch, sage ich mal, ein bisschen orange Beton nehmen und die, sage ich mal, hier in der einen Ecke platzieren, damit wir, sage ich mal, die Treppen nicht so anlehnen müssen. Das sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Das ist ein bisschen dick. Von daher machen wir das so, dass man immer noch was ein bisschen von der Ananas sieht. Dann wirkt das einfach schöner. So, hier müssen wir die Treppe so nach hinten machen, damit die sich hier so ein bisschen anschmiegt. Ja, wunderbar. Und das machen wir hier zack, zack, dreimal. Und dann haben wir unser Garagentor hier hinten auch fertig. So sieht es aus. Als nächstes machen wir noch einen Schornstein. Und zwar befindet sich der Schornstein auf natürlich unserer rechten Seite. Den platzieren wir hier unter diesen einen Zipfel an der Seite. Einfach Mauer hin. Daran setzen wir einfach mal, ich würde mal sagen, eine Steinziegeltreppe. Darauf dann wieder hier zack, eine Mauer. Trich darauf. Und dann können wir, denn ein paar Blubberbläschen da uns noch basteln. Ich würde da jetzt einfach mal, ganz normale Glasblöcke nehmen und dann haben wir unsere Blubberbläschen auch fertig. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit unserer Ananas von außen. Wir wollen sie noch ein bisschen dekorieren. Dabei schnappen wir uns ein bisschen Glas. Ich würde mal sagen, für unsere Fenster, ich nehme mal türkises Glas, kann es auch jede andere Farbe nehmen. Dann holen wir uns noch Eisenfalltüren raus, ein paar Pflanzen um uns raus. Ich nehme jetzt einfach mal willkürlich so vier Pflanzen. Von der Farbe ist völlig egal, du kannst nehmen, was du möchtest. Und dann setzen wir immer, sage ich mal, Muster hin. Also such dir irgendwelche schönen Farben aus und dann setzen wir die immer als Muster hin.
So, weiter holen wir uns noch ein bisschen Teppich raus. Ich empfehle mal grüner und oranger Teppich. Und ein paar Knöpfe, am besten die Akazienschalter. Die sind ja so orange wie für unsere Ananas. Und dann machen wir erstmal den leichten Teil. Und zwar, wir fliegen mal in unsere Ananas rein und können einfach mal hinter unseren ganzen Fenstern, die wir hier haben, unsere Glasblöcke einmal platzieren. Dann sind die schon mal verbaut. Dann haben wir die schon mal weg. So, das machen wir hier überall. Wir haben insgesamt 4 Fenster. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, dann können wir auch gleich noch unsere Eisenfeuertüren hier einmal reinsetzen. Ich empfehle denn, weil SpongeBob ja als Boden, sage ich mal, Sand hat, euch die Birkendruckplatten, weil die fallen nicht so auf den Sand. Ne? Die wirken einfach super. Und von außen kommen wir ja rein, da brauchen wir dann eine Druckplatte, weil wir haben ja die Nieten hier an der Seite und öffnen uns ja damit auch die Tür. So, danach wollen wir natürlich jetzt mal erstmal unsere Pflanzen versetzen. Und zwar unten bei SpongeBob wachsen natürlich so viele Pflanzen. Eigentlich müsste man so Korallen oder sowas sich setzen. Natürlich über Wasser geht das nicht. Von daher nehmen wir uns ein paar Pflanzen. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Farben ausgesucht und setze mir die hier immer im Muster. Das heißt, wenn ich die einmal durch habe, beginne ich wieder mit der ersten Pflanze, die ich habe. Mache ich dann hier auf der Rückseite auch. Hier gehe ich dann auch wieder einfach so los. Zack, zack, zack. Bin ich bei der letzten angekommen. Nehme ich wieder die neue. So, das mache ich hier dann einmal bis nach vorne. Und das passt auch. Sehr schön. So, wenn wir das Ganze haben, geht es ran, die Ananas noch ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen zu verschönern. Du siehst es ja ein bisschen beim Vorbau. Du kannst sie natürlich jetzt so lassen, wenn sie dir gefällt. Dann lass sie so, dann ist sie super. Andernfalls nimmst du jetzt noch einfach ein paar Akazienschalter, weil die Ananas von SpongeBob, die hat ja auch, sag ich mal, so ein kleines Muster. Ne, ihr kennt ja so ein bisschen die Ananas, die hat ja so ein paar, ja, ich würde jetzt nicht Stacheln sagen, halt, Schale, also diese Haut von der Ananas. So, ihr wisst, was ich meine. Ne, ich blende ja das Bild ein, ihr seht es ja, wie ich meine. Ne, sowas machen wir hier so ein bisschen, stellen wir ein bisschen da mit unseren Knöpfen. Du fliegst hier ein bisschen überall lang, setzt hier überall so deine paar Knöpfe seitlich, kannst auch auf dem Block machen, wie du willst. So, das machen wir hier überall so ein bisschen, natürlich nicht bei unserem Blattwerk, das machen wir nur bei unserem orangen Beton. Fliegen wir so lang, kannst du übertreiben, kannst du nicht übertreiben, mach dir so viele, wie du willst. Bis du meinst, okay, das reicht mir. So. Ich habe beim Vorbau auch ein bisschen mehr gemacht, aber ich glaube, wenn man weniger macht, wirkt das doch besser, oder? Ich glaube, weniger ist besser. Manchmal ist weniger besser. Na, hier mache ich mir noch eine. Ja, so kann man das so ein bisschen lassen. Muss nicht so übertreiben. Ich glaube, da habe ich es ein bisschen zu doll übertrieben. Aber ich glaube, so ein bisschen, das reicht völlig. Ja, weiter geht es dann noch mit orangen Teppich und grüner Teppich. Den wollen wir uns so ein bisschen verteilen hier. Warum will ich mir den hier verteilen? Einmal, wir haben unsere Fenster hier. Die müssen wir natürlich so ein bisschen abdecken. Ne, das sieht ein bisschen doof aus, wenn man von oben, dann, sage ich mal, den Stein sieht. Und wenn wir das schon, sage ich mal, bei den paar Fenstern machen, können wir das auch komplett hier überall bei der anderen so ein bisschen verteilen. Dann denkt man vielleicht, hey, das hat der extra so gemacht und nicht nur wegen den Fenstern. Ne, da tricksen wir hier so ein bisschen. Also fliegst du hin. Ich würde nicht auf jeden Block einen Teppich setzen. Einfach so verteilen so ein bisschen. Kannst dich hier ein bisschen austoben. So, bis du meinst, das reicht dir. Ne, und wenn du meinst, das reicht dir, dann lässt du es. Ne, dann ist das super. Na, vielleicht mache ich mir hier noch einen. So. Danach bleibt natürlich noch oben unser Blattwerk. Ich denke mir, wenn wir es schon bei der Ananas machen, warum denn nicht oben? Das heißt, hier nimmst du dir auch wieder ein bisschen Teppich, setzt dir die so ein bisschen lang, kannst auch komplett alles hier ausfüllen, wie du willst. So, das heißt, auch hier verteilen wir den Teppich so ein bisschen drauf. Zack, zack, zack. Überall so ein bisschen. Mhm. So, fällt mir das mal gut. Du kannst auch hier unten vielleicht nochmal was dir platzieren, wenn du willst. Das ist auch nicht so schlimm. So. Aber tiefer würde ich nicht gehen unten. Ja, und wenn wir das denn hier auch oben so haben mit unserem Teppich, ne, dann sind wir hier auch durch und können das ganze Blockmaterial wieder wegtun. Was wäre denn die Ananas, wenn man die nicht benutzen kann? Wir bauen ja sonst immer so Fake-Dinger, ne, so zur Deko, zur Sammlung, aber diesmal will ich es auch nutzen, ne, für ein Survival oder sonstiges, würde super passen. Von daher holen wir uns einfach noch ein bisschen hellblauer trockener Beton raus für unsere Wände, denn Prismarin-Treppen. Wenn es irgendwann mal blaue Treppen gibt, so richtig blaue Treppen, dann nimm einfach blaue Treppen und nicht denn hier diese Prismarin-Ziegel-Treppen. Wir müssen ja immer, sage ich mal, ein bisschen improvisieren, wenn wir, sage ich mal, mit Farbe arbeiten, weil wir haben ja nicht jede Treppenfarbe. Naja, dann holen wir jetzt noch ein paar Stein-Ziegel-Treppen raus für die Fenster innen drin. Dann noch ein bisschen Fichtenholzstufen, dann dunkle Prismarin-Treppen. Dann holen wir uns Stein-Ziegel-Blöcke raus, ich wollte schon wieder Treppen sagen. Dann noch ein bisschen orangen Beton und Eisenblöcke wie Leitern. So, dann machen wir uns mal auf in unsere Ananas, die wollen wir ein bisschen dekorieren innen drin. Na, komme ich hier nicht rein? So. Ja, wir wollen unsere Ananas jetzt einrichten. Das heißt, wir schnappen uns ein bisschen blauen Beton und ziehen uns erstmal unten so ein bisschen die Wände vor. Wir beginnen auf der Vorderseite bei unserer Tür. Ich setze mir immer erstmal eine Reihe hin. So, neben der Tür natürlich jeweils eine Reihe davon. Hier in den Ecken machen wir jeweils hier so zack, 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 komplett hier so einen rechten Winkel rein. Ich würde mal sagen, wie gucken wir? Wir gucken, würde ich mal sagen, erstmal von der linken Seite. Wenn wir reinkommen, linke Seite.
Da können wir hier in der Ecke komplett 3 setzen. Vom Fenster hier setzen wir auch nochmal 2 und zur Tür nochmal 1 zur Seite. So, wir gehen bei der Tür weiter. Da setzen wir wieder 2 hin. Einer vorne, dann können wir hier so ein 4er Feld einfach mal ausfüllen. Dann gehen wir hier wieder zur Wand und können hier wieder 3 Blöcke ransetzen. So, jetzt hier hinten bei dieser Ecke, da können wir einfach mal 4 Blöcke so nach vorne jetzt einfach mal ziehen. Und wenn wir das haben, wollen wir erstmal unsere Fenster verkleiden. Ne, bevor wir jetzt hier alles hochziehen, weil das ist ja trockener Beton, der ist schwerkraftgebunden. Wäre ja doof, wenn wir hier die ganze Zeit wieder was weghauen müssen. Setzen wir an unseren Fenstern einfach so die Treppen hin, dass wir da natürlich rausgucken können. Also wir können wirklich die Fenster auch nutzen. Haha, ne, das ist doch super. Oben genau das gleiche Spiel, einfach hier zack, zack, an den Seiten einfach unsere Treppen hin und fertig. So, wenn wir das Ganze soweit haben, geht es weiter, dass wir unten erstmal unsere Tapete uns weiter setzen. Die Tapete hat eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. So, das heißt, hier überall setzen wir uns das hin. Jetzt ist natürlich, hier haben wir so ein kleines Loch. Ne, bei unserer Garage, da setzt ihr einfach nochmal orangen Beton hin, weil das sieht man ja eh nicht am Ende. So, ich würde mal sagen, du lässt hier ein bisschen was Platz, denn wir müssen ja, sag ich mal, auch noch nach oben kommen. Das heißt, hier hinten in der Ecke, wo wir, sag ich mal, ja, hier die Ecke haben, die musst du nicht so unbedingt hochsetzen, die kannst du dir erstmal so lassen. Denn da wollen wir natürlich ja auch gleich noch, sage ich mal, unsere Treppe hinsetzen, um natürlich auch nach oben zu kommen. Aber erstmal Tapete hoch. Uns fällt natürlich auf, wenn wir jetzt über unserer Tür unsere Tapetenfarbe nehmen, die ist ja schwerkraftgebunden. Von daher nehmen wir jetzt mal die Prismarin Ziegeltreppen und da siehst du, warum ich sagte, warum man die in Blau nehmen kann. Weil dann würde sie besser zu unserer Tapete passen. Sind ja auch so ein bisschen die einzigen Treppen, die dazu passen. Naja, wir nehmen sie einfach mal. So, dann haben wir unten da schon so gut wie alles hier fertig. Jetzt machen wir natürlich noch eine Decke rein. Dann nehmen wir einfach mal unsere Fichtenholzstufen und können die hier oben einmal so lang setzen. Komplett hier einfach mal so. Dann setzen wir unsere Decke rein und dann passt das Ganze. Wie du es dir natürlich innen drin dann später gestaltest, kann jeder selbst sich überleben, wie du es dir machst. Ne? Passt es dir dann an, wie du es brauchst innen drin. Aber hier kann man doch super ein Wohnzimmer machen, Küche, alles passt hier rein. Ist doch schickel. So, jetzt wollen wir natürlich noch nach oben kommen. Wir schnappen unsere Prismarin-Treppen. So, da würde ich mal sagen, setzen wir uns die hier einfach mal zweimal rein. Hier unten würde ich mal sagen, legen wir uns eine so an. Denn wir wollen unsere Treppe natürlich so nach oben basteln. Da fällt mir auf, wir brauchen nochmal ein paar Prismarin-Stufen. Denn nachdem wir hier in der Ecke 2 Treppen uns hochgesetzt haben, brauchen wir ein paar Stufen dafür. Und dann geht es weiter, dass wir hier dann von der Stufe aus nochmal 2 Treppen so nach oben gehen. Und dann kommen wir perfekt hier oben an. Aha, sehr schön. So, das wollen wir natürlich nicht so lassen. Da setzen wir auch nochmal, würde ich mal sagen, 2 Stufen hin. Ja, das reicht völlig aus. So, hier runter unter der Treppe können wir das natürlich hier einmal zuziehen. Sehr schön. Und dann gefällt mir eins nicht, denn wir gehen jetzt nach oben. Da ändert sich ja alles so ein bisschen. Das heißt, wir schnappen mal unseren Beton hier ein bisschen, führen das hier mal so ein bisschen anders aus, denn wir gehen ja hier in eine andere Ebene. Von daher müssen wir hier ein bisschen was ändern, von der Tapetenfarbe. Jetzt haben wir natürlich unsere Garage hier. Das heißt, wir müssen hier einfach mal auch ein bisschen, sage ich mal, unsere Steinblöcke hinsetzen, weil dann sieht das halt so gewollt aus. Und dann würde ich sagen, was machen wir hier hin? Machen wir hier Ananasfarbe hin oder unsere andere Farbe? Ich mache mal die Ananasfarbe. Kann man ruhig die Ananas machen. Das stört nicht. Bei SpongeBob war auch die Wandfarbe auf der einen Seite blau, auf der anderen Seite halt schon so ananasmäßig. Können wir ruhig machen. So, dann kommen wir hier nach oben und brauchen dann noch ein bisschen Sand. Denn wir müssen hier natürlich noch unseren Boden reinsetzen. Das heißt, hier einfach überall, wo wir, sage ich mal, auch hier unseren Holzboden haben, könnt ihr eigentlich hier auch denn unseren Sandboden hinsetzen. Jetzt müssen wir natürlich hier oben das Ganze noch ein bisschen gestalten, schöner. Ich habe mir jetzt schon langsam noch andere Blöcke nochmal dazu geholt, denn wir müssen hier ein bisschen wie noch rumpopeln. Es fällt mir gerade auf, ich habe hier ein Fenster vergessen. Ups, so. Okay. So, wir haben unsere Fenster ja alle so schön bestückt. Ne, das ist ja schon mal der erste Schritt, den wir machen müssen. Und bei SpongeBob oben im Schlafzimmer ist ja die eine Seite so ein bisschen mit Metall und die andere Seite ist so ananasmäßig. Das heißt, ich will mir jetzt die Seite hier mit meinem Metall machen. Das heißt, ich setze mir hier einfach mal so zack, zack, meine Metallschicht hier hin. Muss man so ein bisschen alles hier verkleiden. So, ich darf ja hier keine Ananas sehen. Können wir den hier weghauen? Ja, wunderbar. Den können wir weghauen. So. Zack, zack, zack. Ich setze mir hier alles mit meinen Eisen hin. Ja, muss man also ein bisschen gucken, wie man sich das machen will. So ein bisschen verkleiden will. So, hier oben will ich mir das. Ah, will ich mir das hier oben so dünn machen? Nee, will ich nicht. So, hier in der Ecke mache ich mir das auch nochmal hin. Wunderbar. So, das reicht mir eigentlich. Dann habe ich so die Hälfte, sag ich mal, hier so gut wie gemacht. Ich würde das schon fast sagen, das mache ich nochmal weg. Oder? Nee, so mache ich das. Genau. Die andere Seite machen wir alles mit unserer Ananas. Das heißt, hier nehmt ihr einfach mal eure Ananasblöcke und setzt euch hier das Ganze so hin. Hier können wir das gerade an der Wand machen. Zack.
So, hier natürlich nochmal ausfüllen. Wunderbar. So, dann haben wir das hier auch noch ein bisschen fertig. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wir müssen ja noch nach oben kommen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo hier so ein bisschen die Mitte oben ist. Oh, perfekt getroffen. Gibt's ja nicht. So, denn wir wollen uns das hier natürlich ein bisschen anpassen. Das heißt, wir müssen hier insgesamt so ein 3x3-Feld oben kriegen. Und dann gucken wir so, ob das uns da so ein bisschen gefällt. Jetzt steht natürlich hier noch so ein bisschen das Fenster oben. Dann mache ich mal noch eine Falltür darunter. In der Farbe, ne? Dann fällt das nicht so auf. So, gucken wir nochmal, wie wollen wir uns das machen. Hier oben könnten wir nochmal ein bisschen tricksen bei unserer Ananas-Seite. Dann setze ich mir noch hier so ein paar Stücke hier hin, dass das hier so ein bisschen... So. So, müssen wir ein bisschen hier grübeln, wie wir das machen. Ich glaube, ich mache das so. Genau, in der einen Ecke ist ja unser Metall, in der anderen Seite ist so die Ananas. Da kann man ja ruhig so ein bisschen glatte Steinstufen nehmen, hier Sandsteinstufen, ne, dann fällt das nicht so auf. So, jetzt ist natürlich die Frage. SpongeBob hat ja, sag ich mal, so einen Weg auch nach oben aufs Dach. Kannst du dir natürlich auch basteln, musst du nicht machen, kannst du dir machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt da einmal unsichtbare Blöcke, die finde ich mega gut dafür. Wenn du dir die hast, also wenn du die holen kannst, dann mach das. Und dann kannst du dir, sag ich mal, hier sowas schönes basteln, so eine Leiter, um aufs Dach zu kommen. Falls du natürlich nicht hast, musst du dann vielleicht so ein bisschen was anderes nehmen, weiß ich, nimmst du Metall oder so oder Holz, ne, und dann formst du dir halt dann, ups, ne, so, dann formst du halt da irgendwie so eine Blockreihe oben. Kann man auch machen. Muss mal gucken, wie man es sich machen will. Aber ich finde, Barriereblöcke passen super dafür, dann hast du halt wirklich so eine Leiter, ne, dann sieht das halt wirklich so aus. Dann kannst du halt den Rest alles noch so ein bisschen einrichten, wie du möchtest, ne. Ja, ansonsten, was brauchen wir noch? Jetzt haben wir eigentlich das hier alles verbastelt. Und dann sind wir eigentlich auch hier unten schon so gut wie fertig. Ne? Dann kannst du es dir nur einrichten und dann ist es durch. Ja, ansonsten, gehen wir nochmal nach oben. Denn wir müssen hier oben das ja auch noch zubasteln. Da bleibt uns dann einfach nur noch hier irgendwie eine Falltür nehmen. Ich nehme mal einfach die Fichtenfalltür. Ja, so. In welche Richtung die aufgeht, kannst du selber entscheiden, ne? Und dann kannst du hier hoch und runter kommen. Na, vielleicht mal jetzt auch so. In die andere Richtung. Ja, wunderbar. Jetzt steht die Ananas da von SpongeBob. Jetzt kann er einziehen. Natürlich fehlt noch seine Nachbarschaft. Da müssen wir uns noch ranhalten, dass jeder sein Häuschen kriegt von Bikini Bottom. Ja, ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.